Ich dachte, ich nehme euch mal mit, wenn ich jetzt hier den kleinen Abhang runterstürze, damit jemand weiß, wo ich bin. Dann findet nämlich vielleicht irgendjemand, also besteht die Chance, dass jemand mein Telefon findet und so einen Found-Footage-Film draus macht. Oh, ich bin tatsächlich runtergekommen. Die Frage ist, komme ich wieder hoch? Schön, ne? Bisschen viele Leute hier, finde ich. Also, da. Und da. Aber ansonsten ganz schön. Ich wollte ganz kurz... Ach, schon wieder, ich muss mir das unbedingt abgewöhnen. Ich möchte über 100%ige Akzeptanz reden. Ihr habt ja wahrscheinlich eure Sicht der Dinge, eure Meinung zu Themen, eure Sicht der Welt halt, ne? Und das wäre ja Zufall, wenn alle anderen dieselbe hätten. Also für unterschiedliche Leute sieht die Welt unterschiedlich aus. Jeder hat seine Meinung, seine Einstellung. Und jeder ist davon genauso überzeugt, wie du von deiner Meinung und deiner Einstellung überzeugt bist. Und für jeden ist seine Meinung und Einstellung moralisch richtig und er muss am Ende des Tages in den Spiegel gucken und mit sich selbst einverstanden sein. Und mir fällt immer wieder auf, dass Leute versuchen, den anderen ihre Meinung aufzudrücken, wenn der andere eine andere Meinung hat. Ja, weil es einfach total gegen ihre eigenen Moralvorstellungen sein kann. Deswegen versuchen sie, den anderen davon zu überzeugen, dass die eigene Moralvorstellung doch die richtige ist und dass er die bitte annehmen soll. Passiert auch ganz oft in Beziehungen und so. Und dann keift man sich an, weil man einfach nicht begreifen kann und sagt, dass der andere, weil man nicht begreifen kann, dass der andere das anders macht. Und dann sagt man solche Sätze wie, ich mach das doch aber auch so. Und nimm dir doch mal ein Beispiel an mir oder an dem und dem. Und solche Sätze wie kannst du nur? Und also ihr kennt das ja wahrscheinlich, diese typischen Dinge. Nicht nur in Beziehungen, auch allgemein zwischenmenschlich. Und das, was viele nicht verstehen, ist, dass das, was der andere macht, nicht richtig oder falsch ist. Genauso wie das, was ihr macht, nicht richtig oder falsch ist. Es ist nur eine andere Moral. Ja? Es ist ein anderes Wertesystem. Und wenn ihr Leute kennt, die dasselbe oder ähnliche Wertesystem haben wie ihr, dann sind das höchstwahrscheinlich eure Freunde, euer Freundeskreis. Aber selbst da werdet ihr wahrscheinlich Leute finden, die eine andere Einstellung zu verschiedenen Themen haben als ihr. Und wenn man das mal verstanden hat, dass es kein richtig oder falsch gibt, sondern nur unterschiedliche Wertevorstellungen, unterschiedliche Sichten auf Dinge, dann kann man das auch akzeptieren, dass andere eine andere Meinung haben, so schlimm ihr die findet. Und diese Akzeptanz, diese 100%ige Akzeptanz der anderen Meinung ist eine verdammt wichtige Sache im Leben, die euch das Leben auch sehr, sehr leicht macht. Also zumindest erleichtert. Nicht leicht macht es Leben, ist nicht immer leicht, aber zumindest sehr erleichtert. Und wenn der andere das auch macht, werdet auch ihr merken, dass es viel einfacher sein kann, als wenn euch jemand die ganze Zeit versucht, seine Moral aufzudrücken und davon zu überzeugen, dass seine Meinung doch die richtige ist und dass du die mal bitte annehmen sollst. Ihr müsst die andere Meinung nicht gut finden, ihr könnt sie fürchterlich finden, ihr müsst mit den Menschen nichts zu tun haben. Ihr könnt natürlich auch auswählen, dass ihr weniger mit den Menschen zu tun habt. Oder wie ich es manchmal mache, ich rede dann einfach über bestimmte Themen nicht. Ich weiß, mein bester Kumpel hat eine völlig andere Meinung zu Immigranten als ich. Ja? Und wir sind uns da auch mal ziemlich heftig diskutiert darüber. Aber dann war mir auch klar, er hat die Meinung, ihm war klar, ich habe meine Meinung, wir teilen die nicht. Wir sind sogar sehr gegensätzlich, aber ich
Aber zu so fast allen anderen Themen haben wir eine sehr ähnliche Meinung. Und deswegen muss man ja nicht gleich irgendwie denjenigen verteufeln, sondern man kann trotzdem Zeit mit demjenigen verbringen. Und der hat dann halt eine andere Meinung zu einem bestimmten Thema. Und solange das keine grundsätzliche Meinung ist, die wirklich absolutes Chaos verursacht, also keine unterschiedliche Meinungs, keine Meinungsverschiedenheit, ist das in Ordnung. Also kann ich euch empfehlen, versucht niemanden von eurer Meinung zu überzeugen. Akzeptiert die andere Meinung, 100%ige Akzeptanz. Ihr müsst die Meinung nicht gut finden, aber ihr solltet sie akzeptieren und einfach hinnehmen, wie sie ist und verstehen, dass ihr sie nicht ändern könnt und dass sie für denjenigen genauso wahr ist und genauso richtig und falsch wie für, also die Moral genau dieselbe ist, wie für euch eure Moral ist. Ja. Das macht das Leben um einiges leichter.